Ich bin Agnes Diller, ich bin jetzt seit 8 Jahren bei Achelous und in den letzten Jahren immer häufiger mit Sicherheitsdokumentation beschäftigt für alle möglichen Themen, Sicherheitsanalysen für Kunden, Common Criteria-Zertifizierungen, andere Sicherheits-, also so, das geht von Software-Dokumentation bis in den Source Code rein, an welcher Ecke ist die Krypto implementiert, bis hin zu allgemeinen Themen, wann ist die Hoster abgeschlossen, wo sind Kameras, was wird vom automatischen Bewegungsmelder erfasst und was nicht. Das ist ein sehr breiter Bereich. Ein Thema, wie schon gesagt, ist die Software-Dokumentation und ein großer Bereich geht es immer noch um, wie werden in der Software die relevanten Geheimnisse abgelegt, wie werden die verwaltet, wie kann man die benutzen. Ein Buzzword in dem Bereich ist Security by Design. Das ist meistens etwas, was man sich wünschen würde, was nicht unbedingt immer vorkommt. Und ich habe einen kleinen Teil dazu vorbereitet, wie man das ganz einfach darstellen kann, worum es da eigentlich geht. Wie gesagt, unser Thema heute ist Security by Design. In dem Bereich, wo ich arbeite, geht es meistens um eine größere Applikation, die alles Mögliche macht. Und ein Bereich davon ist besonders sicherheitssensitiv. Da werden Schlüssel abgelegt, da werden Identitäten abgelegt, da werden Zugangsdaten abgelegt und auf die muss man natürlich besonders aufpassen, die müssen besonders gesichert werden. Typischerweise sieht es in meinen Projekten so aus, dass die Applikation bereits in einem entweder gesicherten Gerät oder auf einem gesicherten Server läuft und da sieht der Bereich, in dem die sensitiven Daten und Schlüssel abgelegt werden, ungefähr so aus wie so eine Kiste. Ja? Jeder kann reingreifen. Und da liegen dann entweder Identitäten drin oder Schlüssel, manchmal auch Finanzdaten, sensible Daten, die für die Applikation gebraucht werden. Der nächste Schritt ist dann oft, dass in dem Projekt gefragt wird, nächste Generation, können wir das nicht auch in die Cloud stellen? Oder im Internet als As-a-Service anbieten? Und dann denkt man sich schon, jeder kann eingreifen und Internet und fremde Betreiber, das passt nicht so gut zusammen. Und wie soll ich das meiner Sicherheitszertifizierung erklären? Gehe ich also zur Entwicklungsabteilung und sage, so geht das nicht. Sagt die Entwicklungsabteilung, klar, machen wir dir was. Das sieht dann meistens ungefähr so aus. Das wird natürlich schon schön gesichert mit einem Schlüssel. Ja. Damit auch nicht jeder drankommt. Aber egal wie gut ich diesen Schlüssel jetzt verwalte, merkt man schon, so der richtig, der Bringer, die Freude des BSI ist das noch nicht. Wenn ich dann sage, ja, da kann ich doch auch von hier einfach reingreifen. Wieso? Das doch nur von hinten, das sind doch unsere eigenen Leute. Ist kein gutes Argument, wenn das Ganze im Internet steht. Also, bevor man das Ganze irgendwie zertifiziert kriegt, muss da was passieren. Sagt die Entwicklungsabteilung zu mir, kein Problem, bei der nächsten Überarbeitung machen wir dir was. Kommen dann, haben wir dir was gemacht. Sieht jetzt so aus. Ganz toll, so wie du das wolltest. Schön geschlossen, alles prima. Das mit dem Schloss, das mit dem Schloss. Ja, das mit dem Schloss, naja. Ja, und hier, was ist hier noch mit den Löchern? Und wenn dann einer wirklich was will, oder so? Ja, wir können doch jetzt nicht überall ein Schloss dran machen. Ja, das ist das, wie Security Design, wie der Design sich nicht vorstellt. Was man sich eigentlich bei Security Design wünscht, ist eher sowas.